Heute ist bereits der vierte Vortrag, oder? Der vierte Vortrag in unserer Vortragsreihe zur Geschichte der Sternwarte. Wir hatten ja begonnen im Jahr 1900 mit der Vorgeschichte bis hin zur Gründung der Sternwarte im Jahr 1922 und arbeiten uns jetzt Jahrzehnt für Jahrzehnt durch die Geschichte hindurch. Allerdings war der letzte Vortrag, war das Jahrzehnt ein bisschen ausgedehnter. Da hatten wir nämlich von den Jahren 32 bis 45 gemacht. Dementsprechend ist das, was den Zeitraum angeht, der heutige Vortrag der kürzeste Vortrag, weil er nur 7 Jahre umfasst, die Jahre 1945 bis 1952. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, 7 Jahre mag eine kurze Zeitspanne sein, an dem, was wir an Inhalten haben, wird dies garantiert nicht der kürzeste Vortrag. Es ist ganz beachtlich, was in diesen Jahren alles passiert ist. Und wir hatten ja die letzten Vorträge ja auch immer so gemacht, dass wir auf der einen Seite berichtet haben, was generell astronomisch in der Welt passiert ist und B, natürlich was spezifisch hier bei uns auf der Sternwarte Stuttgart, deren Jubiläum wir feiern wollen, für Aktionen stattgefunden haben oder wie die sich entwickelt hat. Und diese Zweiteilung machen wir heute auch wieder. Und zwar der Johannes Philipp wird den astronomisch allgemeinen Part uns jetzt gleich näher bringen. Und im Anschluss werde ich dann Andreas Eberle Geschichte, was konkret auf der Sternwarte ist, erklären. Und wir werden sehen, dass da tatsächlich eine ganze Menge passiert ist. Jetzt aber erstmal Johannes. Liebe Sternfreunde, liebe Freunde der Sternwarte, meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns mit den Jahren 1945 bis 1952, wie es im Titel steht, aber ich muss gesenkten Hauptes noch einen Nachtrag machen zu meinem Vortrag über das erste Jahrzehnt 1922 bis 1932. Da sind nämlich Sachen, die habe ich da vergessen und die sind doch so wichtig, dass ich die kurz nachtragen möchte. Einmal hatten wir die Frage der Energieproduktion in den Sternen, die ja erst später geklärt wurde, aber die erste Vermutung, dass es sich dabei um Kernfusion handelt, die stammt tatsächlich aus dem Jahr 1926 und zwar von Arthur Eddington und wir erinnern uns, der hatte den Sternaufbau erklärt durch das Gleichgewicht zwischen Strahlungsdruck und Gravitation. Und die Frage war natürlich, woher kommt der Strahlungsdruck? Und da hat er schon seine Vermutung geäußert. Das kann eigentlich nur Kernfusion sein. Bewiesen hat es dann natürlich Weizsäcker 1937-38. Aber Eddington hat zwar viel vermutet und mit vielen Vermutungen lag er lächerlich daneben, aber mit dieser einen hat er auf jeden Fall recht. Das zweite ist die Existenz dunkler Materie. Das weiß man nämlich auch schon seit Anfang der 30er Jahre. Und zwar gab es da Jan-Henrik Oort in Leiden und in Herrn Zwicky, den Schweizer Zwicky in USA. Der Jan-Henrik Oort hat einen Artikel geschrieben 1932, The force exerted by the stellar system in the direction perpendicular to the galactic plane. Der hat sich die Andromeda-Galaxie angeschaut und hat pingelig rekonstruiert, was die Geschwindigkeiten der Sterne senkrecht zur Scheibenebene sind. Und daraus abgeleitet, wie groß die Masse in der Scheibenebene sein muss. Und das passte also partout nicht zusammen mit der leuchtenden Materie. Hat er also hier steht tatsächlich der Ausdruck, a third purpose was the derivation of an accurate value for the total amount of mass, including dark matter. Das ist tatsächlich der erste Hinweis, dass Materie existiert, die wir so nicht sehen und greifen können. Fritz Zwicky hatte einen etwas anderen Ansatz. Der hat den Komahaufen untersucht und hat gesagt, eigentlich, wenn das ein stabiler Galaxienhaufen ist, dann müssten sich die einzelnen Galaxien ähnlich verhalten wie die Moleküle in einem Gas.
Und für die Moleküle eines Gases im thermischen Gleichgewicht gilt der sogenannte Virialsatz. Das bedeutet, dass es eine Beziehung gibt zwischen der potentiellen und der kinetischen Energie. Und das hat er nachgerechnet für den Komahaufen und gesehen, mit den Werten für die Masse, die wir da haben, kommt da nie ein stabiler Galaxienhaufen raus. Also muss es da Materie geben, die, von der wir noch keine Ahnung haben. Die Rechnung von Oort war leider nicht ganz richtig. Er hatte noch nicht gewusst, dass das Modellieren einer Galaxie durch eine einfache Scheibe ein bisschen zu einfach ist. Man muss da unterscheiden zwischen einer dünnen und einer dicken Scheibe. Und das wusste er halt noch nicht. Und deswegen ist also, wenn man heute die Literatur anguckt, meistens nur Zwicky erwähnt als der Erstvermuter von dunkler Materie. So, warum komme ich erst jetzt drauf und nicht schon in meinem Vortrag im Februar? Weil dieses Buch von Sibylle Ander nämlich erst vor 14 Tagen erschienen ist. Sehr zu empfehlen, da beschreibt sie in sehr kompakter Form alles, was der interessierte Laie über dunkle Materie wissen muss. So, jetzt kommen wir zu den Jahren nach 1945, also zum eigentlichen Thema. 1946 ist eine Arbeit erschienen von Martin Schwarzschild. Das ist der Sohn von dem Karl Schwarzschild, den wir alle kennen. Und der Martin Schwarzschild hat zusammengetragen oder zusammengelegt, was man wusste, einerseits über den Sternaufbau aufgrund des Gleichgewichts, was Eddington ja schon formuliert hatte, und die Energieproduktion, die mittlerweile bekannt war. Und hat ein sehr gutes Modell der Sonne daraus entwickelt. Das hat er dann in den Jahren danach, hat er das weiter ausgedehnt und im Grunde hat er das ganze Hertzsprung-Russell-Diagramm rauf und runter und von rechts nach links und von links nach rechts gerechnet und ein Buch geschrieben 1958, was im Grunde heute noch die Bibel ist für Sternentwicklung und Sternaufbau. Dann wäre, also ich bin jetzt noch bei der allgemeinen Astronomie, die Radioastronomie, das wird ein Kapitel für sich, wäre zu erwähnen Lyman Spitzer, der dem Martin Schwarzschild auch ganz viele Anregungen gegeben hat für den Sternaufbau. Der war eigentlich ein Plasmaphysiker, der Erfinder eines Fusionsreaktors, des Stellarators, der heute nicht mehr so arg verfolgt wird, weil der Tokamak scheint es doch besser funktioniert. Aber als Plasmaphysiker hat er sich dann auch für interstellares Medium interessiert und für Sternentwicklung, was dann eingeflossen ist in Schwarzschilds Buch. Und von ihm stammt 1946 der Vorschlag, man sollte doch ein Weltraumteleskop bauen. Das ist dann 40 Jahre später realisiert worden. Er hat selber mitgearbeitet bei der Planung für Hubble. Außerdem zu erwähnen Hans Bethe. Der hat unabhängig von Weizsäcker hat er eigentlich die gleichen Ergebnisse bezüglich der Kernfusion in der Sonne erhalten. Und deswegen spricht man heute auch vom Bethe-Weizsäcker-Zyklus. Also beide Namen sind da verewigt. So, und in unserem aktuellen Zeitraum nach 1945, da fällt seine Erklärung der Lambshift 1946. Was ist das, die Lambshift? Lamb und Rutherford, also Lamb, der Professor, und Rutherford, sein Doktorand, die haben das Wasserstoffatom mal wieder ganz genau vermessen. Und zwar haben sie sich zwei Zustände angeguckt, diesen und diesen. Den ersten angeregten Zustand, Hauptquantenzahl 2, den gibt es in mehreren Ausführungen. Einmal ist das Elektron, hat eine kugelförmige Aufenthaltswahrscheinlichkeit um das Proton rum. Das Elektron hat keinen Bahndrehimpuls, hat nur einen Spin und damit ist der Gesamtdrehimpuls von diesem Zustand Bahndrehimpuls 0 plus Spin 1/2 gibt Gesamtdrehimpuls 1/2. Es gibt eine zweite Variante von dem angeregten Zustand, der auch den Gesamtdrehimpuls 1/2 hat. Hier kann man sich vorstellen, das Elektron kreist tatsächlich um den Kern. Es hat einen Bahndrehimpuls 1. Der Spin zeigt andersrum
Und dann habe ich einen Gesamtdrehimpuls von Bahndrehimpuls 1 plus Spin minus 1/2, gibt auch 1/2. Nach der Dirac'schen Theorie sollten diese beiden Zustände die gleiche Energie besitzen. Dirac'sche Theorie heißt in dem Fall eine Kombination von der bekannten Quantentheorie und dem klassischen Elektromagnetismus von Maxwell. So, Lamb und Rutherford haben das genau vermessen und haben herausgefunden, ja, man vermutet schon, die Energien sind nicht gleich, da ist ein Unterschied. Der ist zwar klein, der 2S1/2-Zustand ist 4 Mikroelektronenvolt kleiner als der 2P1/2-Zustand. Naja, also 4 Mikroelektronenvolt, das ist jetzt nicht die Welt. Das ist in Mikrowellenfrequenzen ist das ungefähr 1 GHz, also irgendwie messbar, klar. Aber was hat jetzt 4 Mikroelektronenvolt, was hat das mit Astronomie zu tun? Das hat Hans Bethe, hat da einen unheimlichen Beitrag geleistet. Der hat nämlich gezeigt, dass man mit passenden Annahmen diesen Energieunterschied tatsächlich der Rechnung zugänglich machen kann. Und seine Annahmen, die er dazu gemacht hat, die haben dann nämlich letztlich dazu geführt, dass ein Jahr später Feynman und Schwinger die Quantenelektrodynamik formuliert haben. Quantenelektrodynamik heißt, die klassische Maxwell'sche Theorie wird umgebaut, erweitert zu einer Quantenmechanik der Elektrodynamik. Und das ist ja wieder die Voraussetzung dafür, dass die schwache Wechselwirkung und die elektromagnetische Wechselwirkung in der elektroschwachen Kraft vereinigt werden konnten. Und damit ist es eine der fundamentalen Grundlagen von unserem heutigen Verständnis für die Natur der Wechselwirkungskräfte, die alles zusammenhalten. Bethe taucht noch einmal auf in 1948, einem Papier von Alpher, Bethe und Gamow. Gamow war der Doktorvater von Alpher und die haben sich um die primordiale Nukleosynthese gekümmert, was also eine gewisse Zeit nach dem Urknall stattgefunden hat und sind zu dem Ergebnis gekommen, eigentlich kann da nur Wasserstoff, Helium und Lithium entstanden sein und sie haben auch die proportionalen Anteile der Elemente richtig berechnet. Der Bethe ist, das war ein Spezi vom Gamow, der ist da in die Autorengruppe mit reingemogelt worden, weil es dann so schön Alpha, Beta, Gamma eben dabei rauskommt. Der Alpha war damit nicht einverstanden, aber naja gut, der Obersticht den Unter, er musste sich fügen. Es hat ihm aber dann doch nicht geschadet. Die Theorie ist als Alpha, Beta, Gamma-Theorie berühmt geworden. Walter Bade dürfen wir auch nicht vergessen, der schon 1944 die Kernregion von Andromeda in Sterne auflösen konnte, der 1951 das Badische Fenster entdeckt hat. Das ist ein paar Quadratgrad Bruchteile großes Areal, von dem man durch das man aus der Erde ins Zentrum der Milchstraße schauen kann. Und ganz besonders herausragend 1952 seine Neubestimmung der Entfernung des Andromeda-Nebels. Hubble hatte da nämlich einen Fehler gemacht. Hubble war nicht so ganz klar, dass es verschiedene Sorten von Delta Cephei-Sternen gibt. Und er hat sozusagen mit der falschen Sorte gerechnet und nach Bade war das Universum dann auf einmal doppelt so alt und doppelt so groß und die Hubble-Konstante hat sich auch entsprechend geändert. James Van Allen, in dessen Wohnzimmer haben sich 1950 eine Gruppe von Koryphäen getroffen. Die haben gesagt, wir müssen mehr Forschung in der hohen Atmosphäre machen und in dem angrenzenden Weltraum. Und um dahin zu kommen, sagen wir, dass Sonnenflecken Maximum 1957-58 soll ein internationales geophysikalisches Jahr werden. Und nachdem das mal propagiert war, hat man Anstrengungen unternommen, um das Ganze auch mit Leben zu füllen. Und eine der Anstrengungen waren die sogenannten Raccoons. Keine Waschbären, keine Raccoons.
Das waren Raketen, also Rockets, die mit Balloons in die Stratosphäre befördert wurden und dann erst gezündet wurden. Das hat energetische Vorteile, wenn man das so macht, obwohl es die ersten Male natürlich nicht geklappt hat. Aber als es dann doch geklappt hat, hat man unter anderem 1958 den Strahlungsgürtel, der dann nach Van Allen benannt wurde, entdeckt. Und diese ganzen Aktionen waren im Grunde der Beginn des Weltraumwettrennens zwischen USA und Russland. So, jetzt zur Radioastronomie. Wenn wir Radioastronomie hören, dann denken wir an sowas wie das, was auf den Bildern hier dargestellt ist. Links Effelsberg, rechts das Atacama Large Millimeter Array. Aber die Anfänge waren natürlich viel, viel bescheidener. Und wenn man sich die Geschichte der Radioastronomie anschaut, dann stellt man fest, eigentlich ist da lange nichts passiert. Die Maxwell'sche Theorie ist ja eigentlich schon uralt. Maxwell hat seine Gleichungen 1864 aufgestellt. Die experimentelle Verifikation war 1886 durch Heinrich Hertz in Karlsruhe, 2 Jahre bevor Bertha Benz mit ihrem Motorwagen von Mannheim nach Pforzheim gefahren ist. Die erste oder eine der ersten Funkverbindungen, die Marconi gemacht hat, 1897, hat er 6 Kilometer im Bristol-Kanal überbrückt von so einem kleinen Inselchen Flatholm nach einem Dörfchen namens Levernock mit einem Knallfunkensender. Das ist im Grunde das Gleiche, was Heinrich Hertz benutzt hat, nur ein bisschen leistungsfähiger. Die allererste Rundfunksendung, Heiligabend 1906 von Reginald Fessenden. Der hatte in Brant Rock, Massachusetts, hatte er eine Funkstation, die eigentlich dafür gedacht war, dass irgendeine Fruit Company ihre Schiffsflotte dirigieren konnte. Und er hatte gerade einen neuen Maschinensender bekommen, einen ganz hoch, damals hochmodernen Alexanderson-Sender. Das ist im Grunde ein Hochfrequenzdynamo. Mit dem kann man eine kontinuierlich Hochfrequenz, also was heißt Hochfrequenz, das waren vielleicht 50 Kilohertz oder sowas, konnte man da erzeugen, während mit den Knallfunkensendern, da kann man nur Wellen erzeugen, die ganz schnell abklingen, gedämpfte Wellen. Mit dem Alexanderson-Sender konnte er einen stabilen Träger erzeugen und dann hat er ein Kohlekörnermikrofon in die Antennenleitung geschaltet und hat Lukas Evangelium vorgelesen und auf seiner Geige A Holy Night gespielt. Erste Rundfunksendung der Geschichte. Im gleichen Jahr hatte Lee de Forest die Verstärkerröhre erfunden. In den ganzen Jahren davor war die Erzeugung elektromagnetischer Wellen rein elektromechanisch. Und 1906 kam dann das erste elektronische Bauteil ins Spiel. Und das hat dann natürlich die Entwicklung explosiv vorangetrieben. 1923 gab es dann in Deutschland die erste reguläre Rundfunksendung. So, jetzt sollte man denken, dass die Radioastronomie eigentlich auch schon früh in diese Technik eingestiegen wäre. So ein bisschen hat man das versucht, aber die ersten Versuche waren lauter Fehlschläge. Da gab es 1890 den Edison, neue Funktechnik. Und ja, da muss ich auch dabei sein. Dann hat er ein Paper geschrieben mit etwas wirren Vorschlägen. Also dem Paper konnte man entnehmen, der Mann hat keine Ahnung, hat das an eine Universität geschickt und die haben es nicht mal beantwortet. Also wegen keine Ahnung. Dann 1896 gab es 2 Leute in Potsdam, den Herrn Wilsing und den Herrn Scheiner. Die hatten konkrete Vorstellungen, wie sie das machen wollen. Die haben gesagt, okay, wir haben hier die Sonne, die bündeln wir mit dem Spiegel und leiten die auf einen Detektor, das war ein Metall-Metall-Kontakt. Und dazwischen hält man ein Stück Papier als Tiefpassfilter, was das sichtbare Licht und das Ultraviolett und die Infrarotstrahlung abhält, sodass nur die Radiostrahlung auf den Detektor kommt. Und das wird mit einem Galvanometer in der Brückenschaltung wird das detektiert angezeigt. Hat leider nicht geklappt, weil das ist einfach zu unempfindlich. Und auch eine Empfindlichkeitssteigerung, die durch den etwas besseren Detektor von Oliver Lodge eingeführt wurde, hat auch nicht gereicht. Also um 1900 hat man das
eigentlich die Bestrebungen aufgegeben, zumal man gewusst hat, es hat sowieso keinen Zweck, aber das kommt gleich. Es gibt natürlich Radiostrahlung der Sonne, die ist aber dann erst 1942 von einem britischen Radaringenieur entdeckt worden. Dessen Radarempfangsstation hat an einem Nachmittag und dann über mehrere Tage hinweg ein Rauschen empfangen, was nicht von irgendwelcher deutschen deutschen Radarstörsendern kam, sondern offensichtlich irgendwelche anderen Ursachen hatte. Und er konnte das auch auf die Sonne zurückführen. Veröffentlichen durfte er es im Krieg nicht. Veröffentlicht worden ist es dann 1946. Aber wir waren ja erst gerade bei 1900 und von 1900 bis 1942 ist fast nichts passiert, ein bisschen schon, weil nämlich man es besser wusste. Man wusste, da kann eigentlich nichts rauskommen, denn man kannte die Strahlungsgesetze. Und wenn man die Intensität der elektromagnetischen Strahlung sich anschaut, die von der Sonne kommt, dann weiß man, die hat hier im sichtbaren Licht ein Maximum und nach größeren Wellenlängen nimmt es rapide ab und zwar mit ungefähr 4 Dekaden Intensität pro Dekade Wellenlänge. Und wenn man sich anschaut, wo man bei Radiofrequenzen landet, also bei, sagen wir mal, 10 Metern Wellenlänge, das ist 5 Dekaden weiter hier draußen und dann ist man 20 Dekaden weiter da unten und hier ist man schon bei 0,01 Watt pro Quadratmeter und Mikrometer Wellenlänge, also da bleibt nichts mehr übrig. Die Schlussfolgerung war klar, es hat keinen Sinn, da Arbeit reinzustecken. Der Zufall wollte es anders. Da gab es den Herrn Jansky. Der Herr Jansky war Ingenieur bei Bell Telephone und in den 20er, 30er Jahren hat man die interkontinentale Kommunikation durch Kurzwellenfunk abgewickelt. Und der Kurzwellenfunk, der unterlag aber immer irgendwelchen lästigen Störungen. Und Jansky hatte den Auftrag, herauszufinden, woher die Störungen kommen. Dann hat er sich eine drehbare Richtantenne fürs 15-Meter-Band gebaut. Das ist ein wunderbares Teil, wenn man sich das anguckt. Besteht offensichtlich aus lauter 2x4s, das ist so das Standardbauteil in den amerikanischen Häusern. Und der Drehkranz hier, den hat er realisiert mit 4 Rädern von einem Ford Model T. Und mit dieser Richtantenne hat er tatsächlich ein Rauschen gefunden, das nicht terrestrischen Ursprungs sein konnte, weil es sich jeden Tag um 4 Minuten, weil es jeden Tag 4 Minuten früher kam. Und die Richtung konnte er natürlich auch feststellen, war klar, das Rauschen ist extraterrestrischen Ursprungs. Dann hat leider, also hier sieht man ihn auf dem Bild, wie er zeigt, es kommt aus der Milchstraße. Hier sieht man den kleinen Bär, den großen Bär, den kleinen, die Cassiopeia, den Schwan und hier die Milchstraße und da muss es herkommen. Leider hat Bell Telephone gesagt, naja, wir wollten ja eigentlich diese Störungen loswerden, aber wenn die nicht von der Erde kommen, dann können wir halt nichts dagegen machen. Hast du gut gemacht, Karl Jansky, aber jetzt kriegst du andere Aufgaben. Also das war dann, wurde nicht weiter verfolgt. Was er entdeckt hatte, er wusste das noch nicht, aber es war Synchrotronstrahlung, die aus der Milchstraße kommt. Man muss sich vorstellen, dass die Milchstraße durchsetzt ist von Magnetfeldern. Und da sausen relativistisch schnelle Elektronen rum, die aus irgendwelchen Supernova-Explosionen stammen. Und ein Elektron im Magnetfeld muss um die Magnetfeldlinien eine Spiralbewegung beschreiben und dabei strahlt es eben elektromagnetische Wellen ab, diese Synchrotronstrahlung. Das ist eine moderne Karte der Synchrotronstrahlung von der Milchstraße. Man sieht aus dem Zentrum, kommt am meisten, die ist mit einem Interferometer gewonnen, was ungefähr den Durchmesser der Erde als Basislinie hat. So, der Zufall oder die Beharrlichkeit eines einzelnen Menschen hat die Sache dann nochmal wieder weitergebracht. Das ist ein Radioingenieur, der musste Rundfunkempfänger bauen und Rundfunksender und sowas. Und der war ein manischer Radioamateur.
Und nachdem der sämtliche Kontinente und Länder und englischen Grafschaften und amerikanischen Counties gearbeitet hatte und seine Wände mit QSL-Karten volltapeziert hatte, dann hat er ein neues Betätigungsfeld gesucht. Und dann hat er sich erinnert, der Jansky hat doch da mal was entdeckt. Strahlung aus dem Weltall. Sowas wollte er dann auch versuchen. W9GFZ, Grote Reber, also ein Holländer eigentlich. Hat sich in seinem, hinter seinem Haus im Backyard, hat er sich einen 10-Meter-Spiegel gebaut. Ich glaube, er war nicht verheiratet, weil sonst hätte das unweigerlich Ärger gegeben. Der war nicht voll beweglich, sondern nur in Elevation beweglich, aber die Drehung im Azimut, das hat natürlich die Erde erledigt. Und da hat er zuerst auf 900 Megahertz nach einem Signal gesucht, aber nichts gefunden. Und dann war er etwas frustriert, ist runtergegangen mit der Frequenz auf 400 Megahertz, wo man etwas empfindlichere Empfänger bauen konnte, und hat auch nichts gefunden. Und bevor er dann vollends aufgegeben hat, hat er noch einen Versuch gemacht bei 160 Megahertz und siehe da, es kam ein Signal. Und er hat dann über die Jahre 38 bis 44 hat er tatsächlich eine Radiokarte des Himmels gemacht. Wie man hier sieht, Cassiopeia, Schwan, Sagittarius, also es bildet sich wunderbar die Milchstraße da ab. Und das war dann doch so ein bisschen eine Sache, die die Astronomen dann wahrgenommen haben und gemerkt haben, hoppla, da ist was zu holen, da sollten wir uns auch drum kümmern. Eigentlich war ja die Erwartungshaltung der Astronomen, dass die Emissionen alle thermisch sind und dem Strahlungsgesetz folgen, was wir vorhin gesehen hatten, wonach die Intensität mit höheren Frequenzen zunehmen sollte. Hier nimmt sie aber bei niedrigen Frequenzen zu. Das hat man also nicht verstanden und erst in den 50er Jahren hat man erkannt, dass das Synchrotronstrahlung ist, also ein nicht thermischer Emissionsmechanismus. So, die weitreichendste radioastronomische Entdeckung aus der Zeit ist 1951 die Entdeckung der 21 cm Wasserstofflinie durch Ewan und Purcell. Schon vorausgesagt 1944, dass es so eine Strahlung geben muss, von Herrn Oort, von dem wir vorhin schon gehört haben. Purcell war ein Kernphysiker Atomphysiker. Das ist der Mann, dem wir die Kernspinresonanztomographie zu verdanken haben. Also er kannte sich mit den quantenmechanischen Gegebenheiten in Atomkernen und in der Elektronenhülle bestens aus. Und dann sein Doktorand, Ewan, kam irgendwie auf die Idee, wir könnten doch mal das Wissen, was wir da haben, benutzen, um zu schauen, ob diese Idee von Hülst, Schüler von Oort, ob da was dran ist. Dann haben sie gesagt, okay, machen wir. So, man hat eine Hornantenne an das Institut angebaut, in Harvard war das, und die gibt es noch. Die steht jetzt als Denkmal da auf dem Campus, der daneben steht. Das ist Ewan in fortgeschrittenem Alter. Und das ganze Forschungsprojekt stand unter eigentlich keinem sehr guten Stern, denn es hatte kein Budget. Der Ewan musste sich die ganzen Messgeräte am Freitagabend ausleihen aus verschiedenen Labors in sein eigenes schleppen. Dann konnte er bis Sonntagabend arbeiten und dann musste er alles wieder abbauen und zurückbringen. Dann gab es das Problem, dass die Studenten dauernd Schneebälle in seine Antenne geworfen haben. Und dann gab es die etwas üble Geschichte, dass, also diese Antenne hatte zwar eine Klappe, mit der man die bei Regen zumachen konnte, das hatte man aber natürlich irgendwann mal vergessen, die Klappe zuzumachen. Dann hat es geregnet und das Ablaufloch, was in der Antenne war, war auch noch durch Laub verstopft. Und jetzt guckt man sich mal hier den Hohlleiter an, der von der Antenne hier ins Labor führt, zur Empfangsanlage. Der Hohlleiter hat funktioniert wie eine Wasserleitung. Und als am Freitagabend der Ewan in sein Labor kam, stand alles unter Wasser.
Also ein Berg von Hindernissen. Ja, einen kann ich auch noch erzählen. Er steht hier voll angezogen. Das entspricht aber nicht der Art und Weise, wie er gearbeitet hat. Um seine Apparaturen nämlich frequenzstabil zu kriegen, musste er mangels stabiler Oszillatoren, konnte man sich nicht leisten, den Pedell anweisen, die Bude übers Wochenende auf 32 Grad zu heizen. Und das heißt, er hat in der Badehose gearbeitet. Dann die Geschichte können wir auch noch erzählen. Hier sieht man einen kommerziellen Kurzwellenempfänger. Der war notwendig als Nachsetzer für die Gigahertz-Empfangsapparatur. Und man konnte damals ja nicht so einen Spektrumanalysator einfach bauen, wie man das heute hat, wo man sieht, bei 1420 Megahertz habe ich Signal, rechts und links daneben habe ich nichts, sondern man musste das machen durch Umschalten. Umschalten von der gewünschten Wasserstofffrequenz auf eine Frequenz daneben, damit man da einen Unterschied sieht, denn die Wasserstofflinie selber hat ja keine Modulation oder sowas, an der man sie erkennen könnte, sondern ich kann nur den Pegelunterschied feststellen zwischen 1420 MHz und meinetwegen 1419 MHz. Der Empfänger musste also elektronisch umgeschaltet werden zwischen zwei Frequenzen und um den elektronisch umzuschalten, musste man mit dem Lötkolben da eingreifen. So ein Empfänger hat damals so $400 gekostet. Und jetzt findet man garantiert, hätte man niemand gefunden, der also den Empfänger ausleiht, unter der Prämisse, dass da mit dem Lötkolben drin rumgefuhrwerkt wird. Was tun? Man musste doch irgendwie Geld beschaffen. Und dann kam dem zugute, dass der Purcell in einer Stiftung von Herrn Graf Rumford saß, deren Stiftungszweck war, die Weiterentwicklung von Thermometern zu finanzieren. Und dann hat er einen Antrag geschrieben, wo ungefähr drin stand, wir wollen einen Radiometer bauen. Und ein Radiometer ist ja eigentlich auch so etwas Ähnliches wie ein Thermometer. Und wir brauchen dafür $300 und hat sie gekriegt. Ja, es hat also geklappt. Und wenige Wochen vor dem Konkurrenten Jan Oort, das heißt, der Oort war zu Besuch in Harvard und die haben ihm gesagt, wie sie es gemacht haben. Und dann konnte der Oort in den Niederlanden mit einer besseren Antenne, das ist nämlich ein Radargerät aus dem Zweiten Weltkrieg, konnte er das dann nachvollziehen und hat also richtig detailliert die Milchstraße kartiert. Und diese Wasserstoffastronomie, die hat sich dann als Fundgrube herausgestellt für astronomische Erkenntnisse. Schnell kurz die Erklärung, wie die zustande kommt, die Linie. Wir haben ein Wasserstoffatom im Grundzustand. Das Elektron bildet eine kugelförmige Aufenthaltswahrscheinlichkeitsverteilung um das Proton. Und hier ist der Zustand gemalt, wo der Spin des Elektrons und der Spin des Protons parallel sind. Es gibt aber auch den anderen Zustand, wo die Spins antiparallel sind. Und dazwischen ist ein Energieunterschied. Diesmal nicht von 6 Mikroelektronenvolt, nicht von 4 Elektronenvolt, wie vorhin bei der Lampshift, sondern von 6 Elektronenvolt, 6 Mikroelektronenvolt immerhin, entsprechend diesen 420 Megahertz. Und das Problem ist, dass die Lebensdauer des energiereicheren Zustands 11 Millionen Jahre ist. Und jetzt ist der Wasserstoff im Weltall auch relativ dünn gesät. Also pro Kubikzentimeter hat man vielleicht 10 oder 100 oder an manchen Stellen, wenn es hochkommt, 1000 solche Atome. Aber wenn man in die Milchstraße reinguckt, dann erfasst man mit der Keule seiner Antenne ja doch etliche Kubik-Kilo-Lichtjahre an Volumen. Und in den Kubik-Kilo-Lichtjahren sind ganz viele Kubikzentimeter und es kommen also letztlich doch so viele Wasserstoffatome zusammen, dass ein deutlich nachweisbares Signal entsteht. Die Ewensche Apparatur hatte eine miserable Rauschzahl von 9 dB und das hat ausgereicht, das hat geklappt. Heute hat man Empfänger mit Rauschzahlen von 0,4 dB und wir können es inzwischen mit solchen Geräten sogar auf unserer Sternwarte nachvollziehen. So, da der Wasserstoff die ganze Milchstraße und vermutlich auch die anderen Galaxien durchzieht,
hat man diese 1420 MHz beziehungsweise 21 Zentimeter Wellenlänge erkannt als Möglichkeit, einen universellen Längenmaßstab zu etablieren, den auch extraterrestrische Kulturen verstehen müssten. Und das hat man auf der Plakette, die man der Pioneer-Sonde mitgegeben hat, hat man das verewigt. Hier das Wasserstoffatom mit den beiden Spins antiparallel, hier mit den beiden Spins parallel als Merker. Hier auf den Wasserstoff kommt es an. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Frau anguckt, da ist eine Längenskala hier markiert und hier steht eine binäre 8, 1, 0, 0, 0. 8 mal 21 ist 1,68 Meter, das ist so eine typische Größe. Und was man hier sieht, das sind die Richtungen zu den nächsten Pulsaren und hier ist binär kodiert die Pulsperiode der Pulsaren in Vielfachen der Periode, die zu den 1420 MHz gehören. Anhand der Pulsperiode kann man die Pulsare identifizieren. Das müsste auch eine extraterrestrische Kultur können. Und aus den Richtungen kann man dann rückrechnen, wo die Sonde hergekommen sein muss. So, der wissenschaftliche Nutzen der Erforschung der 21-Zentimeter-Linie liegt natürlich da drin. Also wir haben gesehen, die Spiralstruktur der Milchstraße kann man damit wunderbar nachweisen. Hier ist ein Bild von dem Galaxiencluster bei M81. Wenn man das im sichtbaren Licht anschaut, dann sieht es so aus, als ob die verschiedenen Galaxien hier nichts miteinander zu tun haben. Schaut man sich das aber im Licht der 21-Zentimeter-Linie an, dann sieht man, dass da Materiebrücken, Wasserstoffbrücken dazwischen sind. Also die Galaxien hängen zusammen. So, das war mein Beitrag. Jetzt darf ich übergeben an den Andi zur Geschichte der Sternwarte. So, ich darf wieder ein bisschen was erzählen, was in diesen 7 Jahren, wir haben ja gesagt, das ist ein kurzer Zeitraum, alles auf der Sternwarte passiert ist. Aber wie angekündigt, es ist eine ganze Menge passiert. Im Laufe des Vortrags wird man auch klären, wie es hier zu diesem doch sehr schönen Logo, das wir hier haben, gekommen ist. Weil so ein Bild heute, klar, nimmt man irgendeine Drohne und macht schöne Luftbilder. Aber wie man dieses Bild historisch hier gemacht hat, also man sieht hier deutlich, das ist noch vor, bevor der Vortragsraum angebaut worden ist. Das heißt, also die Terrasse selber ist hier wirklich nur ein kleines Areal und es geht hier ein schmaler Steg zum Sternwartenturm rüber. Mehr war damals die Sternwarte nicht. Und das Außergewöhnlichste eigentlich an diesem Zeitraum ist, dass er überhaupt stattgefunden hat. Weil wer die letzten Vorträge verfolgt hat, ja, wie hat der letzte Vortrag aufgehört? Der letzte Vortrag hat aufgehört, dass die Sekretärin vom Planetarium eben geschrieben hat, also lieber hier, Herr Barnard, bitte schauen Sie mal nach der Sternwarte. Die Sternwarte war ja sowieso nicht mehr in Betrieb, weil sie den Platz quasi räumen mussten für eine Flakstellung. Und es ist hier im Grunde genommen, hier die Flakstellung ist jetzt zerstört, tut nicht mehr und die Luftwaffe sagt, ja, ist jetzt nicht unser Bier, kümmert euch, wenn ihr noch irgendwie von der Sternwarte das retten wollt oder auch nicht. Ja, das ist jetzt erstmal hier der Zustand der Sternwarte. Das heißt, die Sternwarte selber, man sieht hier einfach nur einen Turm, kein Dach obendrauf. Tut natürlich dem Gebäude auch sonderlich gut, weil das war natürlich nie dafür konzipiert, jahrelang einfach offen rumzustehen und da regnet es rein und schneit es drauf und alles Mögliche. Tut der Bausubstanz natürlich nicht gerade sonderlich gut. Und jetzt ja eben nach dem Krieg heißt erstmal off limits, kein Betreten, ist für alle gesperrt. Das heißt also, wir haben jetzt diesen Zustand. Die Sternwarte ist in alles andere als einem betriebsfähigen Zustand. Alles andere als einen betriebsfähigen Zustand. Der Verein selber, ja, was ist mit dem Verein? Ich meine, die Leute sind in alle Windesrichtungen verstreut. Viele wichtige Personen sind auch noch gar nicht da. Also zum Beispiel der Hermann Bühler, der Vorsitzende, ist noch in Kriegsgefangenschaft. Er kommt erst im März 1948 wieder zurück. Das heißt, also man hat einen Verein, der eigentlich nicht mehr existiert. Zum Glück
hat aber einerseits, wie sagte Frau Müller vom Planetarium, bei sich privat die Mitgliederdatei des Vereins gehabt und nicht im Planetarium. Das Planetarium selber ist ja auch zerstört worden. Auf der anderen Seite gab es aber auch ohne, dass es jetzt einen Vorsitzenden gibt, einfach junge Leute, die irgendwie gesagt haben, hier, da muss man wieder was machen. Und da hat sich da so ein Grüppchen gebildet, um Hermann Johannes Scheer, Erich Dolderer, Suso Vetter und Max Gerstenberger, die dann gesagt haben, komm, jetzt wollen wir hier die Sternwarte irgendwie wieder zu neuem Leben verhelfen. Und wie gut oder wie mit welchem Elan die rangegangen sind, das sieht man, wenn man erkennt, wann denn die Genehmigung kam, dass der Sternwartenverein wieder seinen Betrieb aufnehmen darf. Tatsächlich am 3. Juni 1945. Also wirklich unmittelbar nach Kriegsende gab es hier Leute, die Leute hatten ja eigentlich, weiß Gott, an andere Sorgen, aber schon unmittelbar nach Kriegsende gab es hier wirklich Leute, die gesagt haben, hier, das ist toll, das Sternwarte, das wollen wir weiterhin machen und haben Behördengänge über Behördengänge gemacht, haben irgendwelche Bezugsmarken getauscht, um an irgendwelche Materialien ranzukommen und sonst was und haben sich hier massiv drum bemüht, einfach, dass die Sternwarte wieder zu Leben erweckt wird. Da hat man zum Beispiel erstmal irgendwie einen rechtlichen Vertreter gebraucht. Das heißt, man hatte dann glücklicherweise einen gefunden, der nach außen hin erstmal als Rechtspersönlichkeit, als Vorsitzender auftritt. Wie gesagt, Hermann Bühler war ja noch gar nicht da. Es ist nicht mal mehr genau überliefert, wer das eigentlich war. Also vermutlich irgendwie ein Herr Joos, aber wie man den genau schreibt oder so, wissen wir gar nicht. Das heißt also, man hat da fröhlich improvisiert, hat dann aber, wie gesagt, Leute gehabt, die auch ja, die Motivation hatten, jawohl, jetzt machen wir hier wieder was. Eine Person hatte ich gerade schon namentlich auch explizit erwähnt, und zwar das ist der Max Gerstenberger. Max Gerstenberger ist wirklich jemand, der über viele, viele Jahrzehnte auf der Sternwarte aktiv war. Er ist schon 1937, ist jetzt erst ins Planetarium gekommen und dort ist er dann mal angesprochen worden, hier, Werner, die Sternwarte auch was für dich. Ist also 1937 zur Sternwarte gekommen und ist ihr praktisch die ganze Zeit treu geblieben. Er ist dann auch 1949 zunächst Schriftführer geworden als Nachfolger von Siegfried Schöpfer und ab 1950 ist er dann Geschäftsführer gewesen und das wirklich über mehrere Jahrzehnte. Das erkennt man allein daran, seine Adresse, die Leuschnerstraße 51, den älteren Mitgliedern ist das noch ein Begriff, das war nämlich über Jahrzehnte einfach auch die Adresse der Geschäftsstelle der Sternwarte. Das heißt, er war hier sehr aktiv. Max Gerstenberger hat sein Geld damit verdient, dass er quasi freier Schriftsteller war und eine Reihe von Büchern herausgegeben hat. Genau, hier sieht man übrigens auch ein paar der alten Runden. Also hier der 70. Geburtstag. Und hier zum Beispiel Herr Bolderer, das ist auch einer der ganz, ganz frühen Leute, die hier auf der Sternwarte aktiv waren. Er hat hier eine Reihe von Büchern herausgegeben. Das bekannteste Buch, das er herausgegeben hat, das kennen wir aber natürlich alle nur zu gut. Und zwar, das ist natürlich das gute alte Himmelsjahr. Für den Jahrgang 1949 hat er erstes Mal hier im Himmelsjahr mitgearbeitet und von 51 bis 81, also 30 Jahre lang, war er dann sogar der Alleinherausgeber hier vom Himmelsjahr. Also das ist wirklich eine ganz beachtliche Lebensleistung. Tatsächlich gibt es nur eine Person, die sich schon länger, über einen noch längeren Zeitraum mit dem Himmelsjahr beschäftigt hat. Das ist natürlich der Professor Keller hier aus dem Planetarium, der dann 1982, vom Jahrgang 1982, die Aufgabe von Max Gerstenberger übernommen hat und bis heute uns hier jedes Jahr mit einem schönen Himmelsjahr beehrt. So, zurück zur Sternwarte.
Max Gerstenberger hat sich jetzt erstmal auf die Suche gemacht, ob es denn noch irgendwie alte Materialien gibt. Man wusste, das ganze Standardmaterial war ja ausgelagert, als die Luftwaffe dann zur Standarde ging. Okay, es war ausgelagert, es war erstmal viel ins Planetarium ausgelagert, aber mit dem Planetarium konnte das, die Standarde dann quasi Huckepack segeln, als die Stadt Stuttgart viele ihrer wichtigen Materialien auch gesagt hat, wir müssen die auslagern und schützen. Die sind dann ins Schloss Löwenstein gebracht worden, um, damit sie dort vermeintlich sicher sind. Also jetzt der Verein war wieder offiziell gegründet. Es gab wieder, man konnte offiziell sagen, jawohl, ich bin im Auftrag der Schwäbischen Sternwarte e.V. unterwegs. Also ist der Max Gerstenberger da irgendwie zum Schloss Löwenstein getrennt, um zu schauen, gibt es da noch irgendwelche Kisten oder so, wo Sternwarte draufsteht. Das Ergebnis war maximal ernüchternd, weil es mit dem Schloss Löwenstein war es dann so, am 14. April 1945, also wirklich unmittelbar vor Kriegsende, ist es mehr oder weniger komplett zerstört worden. Das heißt, es ist praktisch, hat nichts überlebt und das, was überlebt hat, ist geplündert worden. Also das Einzige, was er dann irgendwie noch mit nach Hause nehmen konnte, war irgendwie ein Newton-Spiegel von einem 20 cm Newton-Teleskop. Damit konnten die Plünderer offensichtlich nichts anfangen, was man mit so einem komischen Spiegel potenziell macht. Das heißt, so ein einzelner Spiegel, das war quasi das einzigste Überbleibsel aus dem reichhaltigen Equipment von der Sternwarte. Zum Glück hat sich aber auch hier wieder die Fräulein Müller vom Planetarium erinnert. Ja, es gab ja auch diesen alten Villeroy-Refraktor, der eingesetzt worden ist als Hauptgerät vor dem Krieg. Und das Gerät und die ganze Mechanik, die war zwar im Planetarium und ist ziemlich kaputt gewesen, aber das Objektiv, das hat in dem Banktresor überlebt. Das heißt also, man hatte das Objektiv von dem alten Hauptfernrohr, von dem alten Villeroy-Refraktor und man hatte einen 20 cm Spiegel. Das war's, was man in Optik hatte. Der Erich Dolderer hat dann irgendwie noch ein 60 mm Zeiss-Teleskop irgendwo aufgetrieben. Das war das astronomische Equipment der Sternwarte, von einer Sternwarte, die noch nicht mal ein Dach hat. Also muss man sich jetzt erstmal ranmachen, dass die Sternwarte ein Dach bekommt. Und hier wird jetzt auch das Geheimnis verraten, wie es zu diesem Titelbild kommt. Und zwar, wir erkennen hier neben der Sternwarte, gibt es ein Häuschen, über das wir uns sehr freuen. Da ist nämlich öffentliche Toilette drin. Und hier gab es tatsächlich eine Metallkonstruktion, wo man auf dieses Häuschen obendrauf was draufgebaut hat, um hier oben dann eine Wetterstation zu betreiben. Und eine Zeit lang durften dann auch tatsächlich die Mitarbeiter der Sternwarte nicht nur den Sternwartenturm nutzen, sondern auch diesen Wetterstationsturm nutzen, um dort irgendwelche meteorologischen Beobachtungen zu machen, was genau da gemacht worden ist, weiß ich nicht genau. So, jetzt brauchen wir aber für den Sternwartentor wieder irgendwie ein Dach. Da hinten sieht man schon einen Kran stehen, wobei das mit dem Kran allein in der damaligen Zeit, wir sind jetzt erst im Jahr 1947, muss man sich bewusst machen. Im Jahr 1946. 1946 sind wir erst. Da ist es natürlich ein größeres Unterfangen. Das heißt also, man nehme einen kleinen Kran, mit Hilfe von einem kleinen Kran kann man dann hier das Gestänge von einem großen Kran aufbauen. Und mit dem großen Kran kann man dann eine Sternwartenkuppel wieder auflupfen. Die war hier auf der Wiese neben der Sternwarte, wurde dann irgendwie wieder notdürftig irgendwie zusammengeflickt. Wobei man sieht also der Kuppel an, die hat doch auch ordentlich gelitten. Das grenzt fast an Wunder, dass die noch bis zu den 70er Jahren auf der Sternwarte eingesetzt worden ist, bis sie dann endlich durch unsere heutige Kuppel erneuert worden ist. Und diese Kuppel ist dann hier eben mit Hilfe von diesem Kran wieder auf das alte Dach gehoben worden. Das heißt also, man hat erstmal wieder ein Dach über dem Kopf. Jetzt brauchen wir eben auch Teleskop-Equipment. Teleskop-Equipment, da war zum einen, so sah es im Inneren der Sternwarte aus, also das sieht natürlich nicht gut aus, die Bausubstanz, wenn es da jetzt, wie gesagt, jahrelang draufregnet und sonst was. In der Mitte irgendwie der alte Polblock,
haben hier, wurde, der war zu schwer, den hat man jetzt nicht irgendwie hier ins Planetarium gebracht oder so. Also da wurde die Montierung, die Mechanik, die Montierung drin befestigt war. Und hier oben dann das Achskreuz für das Teleskop, das hatte man irgendwie nur so nebendran gestellt. Also die Teile hatte man noch irgendwie alle, natürlich in keinem guten Zustand, aber immerhin gab es es. Und jetzt musste man nur noch um das Objektiv irgendwie wieder ein Teleskop drumherum bauen. Da hat sich der Siegfried Schöpfer, den kennt man vielleicht auch, der hat dieses Buch Wie wird das Wetter geschrieben. Der war da auch ganz aktiv und ist von ihm überliefert worden, dass er sozusagen wortwörtlich hier diesen Satz zum Mechaniker gesagt hat. Also Sie kennen doch die Geschichte von dem Bettler, der darum bat, ihm an einen schönen Mantelknopf einen Mantel hinzunähen. Können Sie mir nicht an ein schönes Fernrohrobjektiv ein Fernrohr drumherum bauen? Und da hat er tatsächlich dann jemanden gefunden, der sich dafür begeistert hat. Man hat auch wieder mit irgendwelchen Tauschmarken und sonst was, hat man es dann geschafft, irgendwie ein langes Stück Rohr irgendwie aufzutreiben, um da dann irgendwie wieder ein Teleskop draus zu basteln. Als man das dann vor Ort zusammengeschraubt hat, hat man auch festgestellt, auch das Rohr, das wir da haben, ist viel zu lang, musste also gekürzt werden. Das Tolle war, das, was am gekürzten Rohr übrig geblieben ist, das hat dann genau gepasst, um diesen 20 cm Newton-Spiegel, den man auch noch hatte, um dem hier irgendwie auch noch einen Tubus mit zu verpacken. Das heißt, aus einem Tubus wurden gleich zwei Teleskope gebaut, man ist ja sparsam. Also sozusagen hier, das dürfte der 20 cm Newton sein und das hier müsste der 60 mm Refraktor sein. Das war dann das Teleskop-Equipment, das man auf der Sternwarte hatte. So, jetzt hat man eine Sternwarte mit dem Dach, man hat Teleskope, also kann man jetzt wieder beobachten und dann kommt auch am 21. September 1947 die Wiedereröffnung der Sternwarte. Und also hier drängeln sie sich schon, aber das Bild hier ist natürlich, sagt natürlich alles. Also wie sie sich alle irgendwie auf der viel zu kleinen Terrasse der Sternwarte drängen, um jetzt irgendwelchen salbungsvollen Worten zu lauschen, wie die Sternwarte jetzt wieder neu eröffnet wird. Genau, hier haben wir auch ein Bild der ersten Sonnenführung, die dann wieder gemacht worden ist. Das ist ein Bild von Hans-Joachim Herrmann aufgenommen. Das war auch die Zeit, wo er dann seine Aktivitäten begonnen hat. Über den wird man an der einen oder anderen Stelle später auch noch was hören. Das heißt, hier konnte man wieder beobachten. Und hier im Hintergrund sieht man auch ein bisschen nach, wie die alte Kuppel, was so eine Konstruktion, die da hatte. Das sieht also doch irgendwie alles sehr spannend aus. Jetzt war es dann aber so, man hatte zwar irgendwie diesen alten Villeroy-Refraktor notdürftig wieder in Betrieb genommen, irgendwie die Mechanik zum Teil irgendwie aus dem Schutt vom Planetarium wieder rausgezerrt und gerade hingeklopft. Aber da war einfach nichts mehr zu holen. Da hat man gesagt, okay, also das Gerät ist einfach am Ende. Es braucht eine fundamentale Erneuerung. Das muss wirklich grundlegend von null auf neu konstruiert werden, das Teleskop. Und diese Behelfslösung ist ist schön und gut, aber da braucht man was Besseres. Und das ist die Zeit, wo es dann ein guter alter Bekannter auf die Sternwarte geschafft hat. Und zwar ist dann 1948 das Zeiss-Teleskop, das ja heute noch in der Kuppel steht, hat den Weg zur Sternwarte geschafft. Und Sie sehen schon, wie dicht das Ganze getaktet ist. Also direkt 1945 wurde der Verein wieder zum Leben erweckt. 1946 hat man die Kuppel auf den Turm gesetzt. 1947 Wiedereröffnung. 1948 tauscht man das eine Teleskop schon wieder durch ein anderes Teleskop aus. Also da war unglaublich viel Aktivität. Und das viele an Aktivität sieht man dann auch im nächsten Schritt. In diesem Zustand ist das Teleskop nicht lang geblieben, weil das ist schön, das Teleskop zum Beobachten, aber man möchte ja irgendwie auch noch fotografieren und dann hat man irgendwie zwei alte Fliegeroptiken ersteigert und da sich irgendwie versucht, eine Astrokamera drumherum zu basteln und dann kann man das da hier irgendwie huckepack irgendwie noch obendrauf montieren. Ziemlich abenteuerliche Konstruktion, was man hier tatsächlich dann
gebaut hat. Zum Zeiss-Teleskop selber, das Zeiss-Teleskop und wie das hier den Weg zur Sternwarte gefunden hat, das ist natürlich für sich eigentlich ein abendfüllender Vortrag. Zum Zeiss-Teleskop wird man in späteren Jahrzehnten noch mal ein bisschen ausführlicher Stellung nehmen. Deswegen hier quasi die Anfänge vom Zeiss-Teleskop jetzt wirklich nur ganz knapp dargegeben. Aber was wir hier eben sehen, sozusagen, was für eine Dynamik hier in der Sternwarte tatsächlich drin war. Also jedes Jahr sah es wieder komplett anders aus und wurde wieder was umgebaut und neu gemacht. Man hatte hier, wie gesagt, jetzt diesen schönen Astrographen oben drauf gebaut und gesagt, hier, sozusagen mit dem können wir jetzt auch fotografisch aktiv werden. Hat man da noch gemacht, aber war es dann vielleicht noch ein bisschen zu viel hier oben drauf gepackt mit dem Hebelarm. B war aber auch einfach das Dilemma, dass die Leute haben gesagt, ja, wann soll ich denn mal in Ruhe fotografieren? Das ist ja unser einziges großes Instrument, das wir auf der Sternwarte haben. Und das heißt, das brauche ich immer zum Führung machen. Das heißt, wenn ich mal fotografieren will, dann muss ich immer bis nach der Führung warten. Und dann ist ja eh schon spät. Und also das ist einfach unglaublich aufwendig und schwierig, hier irgendwie vernünftig Astrofotografie zu betreiben. Und dann ist wieder aufs Neue der lange Wunsch gehegt worden, hier, wir brauchen doch unbedingt noch irgendwie eine Möglichkeit, eine zweite Kuppel auf der Sternwarte zu stellen oder ein zweites Gerät zu haben. Und dann wurden fleißig Pläne geschmiedet und man hat gesagt, ja gut, dann könnte man hier auf unsere Beobachtungsterrasse noch eine zweite kleine Kuppel stellen. Man sieht, hier ist auch noch diese alte Lüftungsschacht, die hier von dem Einstiegshaus zum Wasserhochbehälter. Also hat man hier knapp daneben quasi diese Kuppel gebaut. Zum Glück hatte man natürlich auch den Meister schlechthin im Kuppelbau. Und zwar der Villeroy-Faktor ist ja von Professor Staus gestiftet worden an die Sternwarte. Und Professor Staus hat auch die Bibel der Amateurastronomen, die da irgendwie selber bauen, schlechthin geschrieben über Fernrohre um ihre Schutzbauten und hat darin zum Beispiel auch Baupläne, wie man dann so eine Kuppel baut und so weiter, drin aufgeführt. Und nach diesen Bauplänen wurde dann tatsächlich hier diese kleine Kuppel gebaut. Das heißt also auch hier wieder, kaum hat man jetzt den Astrograph geschafft, eine Konstruktion, den Huckepack aufs Zeiss zu setzen, schon ist wieder der nächste Schritt und die nächste Erweiterung. Und vieles von dem ist, wie gesagt, passiert ohne einfach von den motivierten Mitarbeitern heraus, die was machen wollten. Wie gesagt, erst 1948 ist, also in dem Jahr, wo das Zeiss-Teleskop auch zur Sternwarte gekommen ist, war erst das Jahr, wo Hermann Bühler wieder Vorsitzender der Sternwarte wurde. Und Hermann Bühler hat dann aber auch dieses Projekt hier massiv gefördert, wobei er da auch sehr geschickt immer agiert war. Er hat sozusagen gesagt, ja, bauen, da dürft ihr das. Sozusagen, ich kümmere mich, dass das Geld irgendwie daherkommt. Und also war hier war sehr, eine sehr dynamische Entwicklung. Und tatsächlich hat man dann geschafft, pünktlich zum Jubiläum 1952, also zum 30-jährigen Jubiläum, konnte man dann hier die Kuppel einweihen. Also hier sieht man nochmal, das ist vermutlich noch gar nicht der finale Bedeckung oder irgendwie sieht die vom Farbton her noch ein bisschen anders aus oder untenrum, also irgendwas fehlt hier noch an Verkleidung. Das ist noch nicht der ganz fertige Zustand. Spannend auch sozusagen, wie dicht diese Kuppel hier direkt an diesem Lüftungsschacht drauf sitzt. Wenn man bedenkt, dass die Tür eigentlich genau Richtung Lüftungsschacht aufging, durchaus spannend eigentlich, wie die damals rein und rausgekommen sind. Man hat schon, die Astronomen wissen schon damals, ja, man baut die Kuppel halt so groß wie möglich, wie es irgendwie geht. Und hier hat man den Platz, der einem zur Verfügung stand, auf die Weise auch einfach maximal ausgenutzt. Hatte jetzt also eine zweite Kuppel. Jetzt muss nur noch in diese zweite Kuppel natürlich auch wieder irgendwie eine Montierung. Die Geräte hatte man ja zum Teil schon. Das waren die Huckepack auf dem Zeiss waren. Das heißt, jetzt hat man wieder
zum Glück den Herrn Hinkelbein gehabt, der auch sich um den Villeroy-Refraktor schon gekümmert hatte. Der hat dann eine Montierung irgendwie gebastelt. Und da hat man dann diese Fliegeroptiken draufgesetzt. Hier hatte man noch irgendwie ein altes Holzfernrohr als Leitrohr. Das war eine Erbschaft von Herrn Bückeln. Konnte auf die Weise ja in der Kuppel einen echten kleinen Astrographen hinbauen. Und in den Folgejahren sind auch tatsächlich eine Reihe von sehr schönen Bildern entstanden. Allerdings nicht mit der Montierung hier vom Herrn Hinkelbein. Die ist dann auch ein paar Jahre später durch was Besseres ersetzt worden, durch eine sogenannte Siegfried-Montierung. Siegfried-Montierung ist auch wieder nach den Plänen von Professor Staus erstellt worden. Und auf die Weise hatte man hier jetzt eine zweite Beobachtungsstation, die unabhängig irgendwie vom Publikumsbetrieb funktioniert und hier für fotografische und wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung steht und hier natürlich mit irgendwelchen Fotoplatten oder Glasplatten oder so chemisch dann fotografiert werden konnte. Und es gibt, wie gesagt, nach wie vor auch sehr schöne Ergebnisse aus dieser Zeit. So, das heißt, das war quasi jetzt die Schnellbleiche dessen, was alles komprimiert in nur 7 Jahren stattgefunden hat. Also ich finde es nach wie vor beachtlich, dass wirklich in nur 7 Jahren von der Wiedereröffnung bis hin Kuppel drauf, Teleskop ersetzt man durch ein anderes Teleskop, das bauen wir nochmal oben, ist doch nichts, dann bauen wir halt eine neue Kuppel und in die Kuppel kommt jetzt das Gerät rein. All das in nur 7 Jahren, also wirklich eine außergewöhnlich produktive Zeit für die Sternwarte, ein sehr erfolgreiches Zeitraum und gekrönt wurde das Ganze dann auch zum 30-jährigen Jubiläum, hat auch die Auguste Kessler die dieses Zeiss-Teleskop der Sternwarte bis dato nur als Leihgabe zur Verfügung gestellt hatte. Zum 30-jährigen Jubiläum hat sie dann gesagt, Leute, ihr macht das hier so toll und ihr kümmert euch damit so viel Liebe. Ich stifte euch das Teleskop zum Jubiläum. Das heißt also, seit diesen Tagen ist das Zeiss-Teleskop, das auch heute noch unsere Hauptkuppel schmückt, im Besitz des Vereins und nach wie vor natürlich ein Glanzstück für die Sternwarte. So, das ist sozusagen die komprimierte Variante, was alles in 7 Jahren passiert ist, was in diesen 7 Jahren Sternwarte passiert ist, wie die Geschichte weitergeht, werden wir wieder im nächsten Vortrag erfahren, wenn es dann eben um die Jahre 1952 bis 1962 geht. So viel vorneweg. War auch wieder viel los auf der Sternwarte. Es kam endlich der Vortragsraum zustande. Es gibt eine ganz spannende Expedition zu einer Sonnenfinsternis, wo es einen sehr aufwendigen Film dazu gibt. Den wollen wir nächstes Mal zeigen, wenn es klappt. Und natürlich auch sonst war es eine spannende Zeit, die Zeit des Sputnik-Schocks. Sozusagen schon jetzt die Einladung auch wieder zum nächsten Vortrag zu kommen, hier auch wieder in Präsenz im Planetarium Stuttgart. Und wenn Sie jetzt allerdings noch Fragen zu dem Zeitraum, den wir jetzt uns gerade angeschaut hatten, also die Jahre 1945 bis 1952 haben, stehen wir beide jetzt natürlich selbstverständlich auch noch für Fragen zur Verfügung. Also was mit den Gerätschaften passiert ist, weiß ich nicht. Also das ist die Gerätschaften. Man muss das natürlich sich anschauen. Nach heutigen Maßstäben ist das ja alter Gruscht. damals war das natürlich toll, dass man hier überhaupt die Möglichkeit hatte,
technisch irgendwie was zu machen. Aber also was aus den Geräten passiert, ist, wissen wir nicht. Das ist ja dann in den 80er Jahren zunächst durch ein C14 ausgetauscht worden, wobei das C14 streng genommen kein Astrograph mehr dran ist. Später ist dann im Jahr 2011 haben wir dann die ganze Kuppel ersetzt durch unsere heutige Kuppel und das Projekt mit dem DLR gestartet. Die Kuppel existiert aber noch. Die Kuppel tatsächlich, die haben wir einer befreundeten Sternwarte nicht allzu weit Richtung Karlsruhe, haben wir sozusagen die Kuppel geschenkt. Das heißt, die sind dann auch mit dem Kran gekommen, haben sich die Kuppel sozusagen runtergeholt und die steht jetzt bei denen. Als ich das letzte Mal da war, stand sie noch nebendran im Gras. Da muss eben auch erst die Kuppel und alles drumherum gebaut werden, der Unterbau drumherum gebaut werden. Aber die Kuppel, wie gesagt, die existiert noch. Die haben wir dann anderen Sternfreunden weiter verschenkt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja? Ja, jetzt ist endlich wieder bergauf gegangen. Also ich hatte am Anfang mehrfach irgendwie diese Fräulein Müller vom Planetarium erwähnt. Und sozusagen, die hat gar nicht so viel gemacht, aber die hat ganz entscheidende Dinge gemacht. Allein, dass sie diese Verwaltung von dem Verein nicht irgendwie die ganzen Karteikarten nicht einfach im Planetarium gelassen hat, gesagt hat, das ist ja mein Beruf, also warum soll ich das jetzt mit nach Hause nehmen oder so, sondern hat es mit sich nach Hause genommen. Auf die Weise, ich behaupte schon, dass das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Verein überhaupt überleben konnte. Weil was macht ein Verein, wenn er plötzlich nicht mehr weiß, wer sind seine Mitglieder? Also das ist schon... auf die Weise hat man schon diese Inertial, so die Grundmasse, die man überhaupt wieder braucht. Nach dem Krieg musste man sich natürlich erstmal sortieren. War natürlich am Anfang die Mitgliederzahlen logischerweise noch gering. Aber die Leute haben sich ja auch danach gesehnt, nach so vielen Jahren Krieg und sonst was, jetzt endlich mal wieder was anderes zu machen. Und es gab den Effekt, während dem Zweiten Weltkrieg gab es viele Nächte natürlich mit Fliegerangriff und sonst was, wo es dann totale Verdunklung galt. Und in dieser Zeit dieser totalen Verdunklung haben sehr viele Leute zum ersten Mal den Sternenhimmel in der vollen Pracht gesehen. Also das Interesse an der Astronomie ist in der Zeit tatsächlich sogar gestiegen, weil sie plötzlich gesehen haben, boah, da ist alles voller Sterne und das wäre doch jetzt eigentlich spannend, sich da mit Sternbildern besser auszukennen und so. Also von dem her war das Interesse da und man konnte dann sehr, sehr schnell sich tatsächlich wieder stabilisieren und sich eben vorarbeiten. Von dem her, also Mitgliederzahlen hat sich dann ziemlich schnell wieder positiv entwickelt. Was lange Zeit ist, dass der Verein trotzdem irgendwie immer nur so mit der Hand am Mund lebt. Also wirklich, wirklich viel Kapital war nicht vorhanden. Also man musste schon immer schauen, wie man sich jetzt irgendwie was zusammenspart, dass man jetzt hier auch diese Kuppel bauen konnte oder so. Das war tatsächlich ein sehr großes Unterfangen für den Verein. Und auch nachdem die Kuppel gebaut war, hat man dann nochmal Weichen gebraucht, bis dann die Schulden alle wieder zurückgezahlt waren und sonst was. Also das war schon eine große Anstrengung für den Verein. Aber ganz viel ging eben über persönliche Kontakte. Also ich hatte auch den Herr Hinkelbein erwähnt, der war von den Eisenbahnausbesserungswerken in Esslingen und hatte da irgendwie auch eine Lehrwerkstatt. Und über den konnte man allerlei Winkelchen und hier Mechanik und sonst was immer anfertigen lassen, was man gerade gebraucht hat. Also der hat da auch immer eine ganz wichtige Rolle gespielt. Er hat, wie gesagt, dann hier die linke Montierung sogar komplett gebaut. Ich hatte auch gesagt, also mit diesem Konstrukt war die Montierung dann überladen. Deswegen ist er ein paar Jahre später durch die größere Montierung ersetzt worden. Wobei auch diese Montierung ist dann auch wieder verwendet worden, weil man hat nicht viel. Man hat alles, was man hatte, irgendwie versucht zu verwenden. Und wir hatten ja vorher das Bild von diesem 20 cm Newton-Teleskop.
Und das war hier aber ursprünglich nur azimutal montiert. Und man hat dann diese Montierung, die jetzt in der Astrographenkuppel übrig war, genutzt, damit dann hier dieses 20 cm Newton-Teleskop auf die Weise eine echte parallaktische Montierung bekommt. Also auch das wurde quasi einer weiteren Verwendung wieder zugeführt. Haben wir noch weitere Fragen? Ja, dann darf ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich darf mich ganz herzlich bei meinem Mitstreiter Johannes Philipp bedanken. Wie gesagt, der Veranstaltungshinweis, nächsten Monat geht es wieder weiter in unserer Reihe. Sonstige Hinweis kann ich geben, wir auf der Sternwarte machen jetzt endlich nach langer, langer Durststrecke wieder auf. Also am Montag finden wieder ganz normale öffentliche Führungen statt, sofern das Wetter mitspielt. Das heißt also, auch wir kehren jetzt hier zum normalen Sternwartenbetrieb wieder zurück. Und das heißt, ich würde mich freuen, Sie bald mal wieder begrüßen zu dürfen. Sei es hier im Kepler-Saal im Rahmen des nächsten Vortrags oder sei es bei einer abendlichen Sternführung auf der Sternwarte Stuttgart. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Heimweg und bedanke mich herzlich.